Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Roland Unger. Hallo von Berlin nach Halle. Ja, grüß dich, Sebastian. Und meine Grüße gehen natürlich genauso von Halle nach Berlin zurück. Dankeschön. Stell dich doch mal vor. Ja, meinen Namen hast du ja schon verraten. Also ich bin Roland Unger, und zwar sowohl im realen Leben als auch ohne Leerraum dazwischen im Wikimedia-Imperium. Und bearbeite dort alle möglichen Artikel. Natürlich in der Wikipedia, aber noch viel mehr in Wikivoyage, seit etwa 11, 12 Jahren. Ja, ich selbst bin schon ein bisschen älter. Ich gehöre mal zu den Leuten, die 1959 geboren wurden, allerdings nicht der Einzige. Und nach der Schule habe ich studiert, erst einmal Physik an der hiesigen Universität, habe mich danach promoviert an der Technischen Hochschule in Merseburg, bin also Polymerphysiker bzw. chemischer Physiker. Das ist also meine Profession. Danach hatte ich eine Anstellung an der Pädagogischen Hochschule, ebenfalls in Halle, bekommen und bin sozusagen hinübergewachsen in die Universität Halle durch einen Anschluss. Bin jetzt aber etwas ortsfremd beschäftigt. Ich beschäftige mich mit der Statistikausbildung vorwiegend für Soziologen. Ja, das also ganz kurz hierzu. Donner Ritter ist ja schon ein beeindruckender Lebenslauf. Du in Merseburg studiert 1959, das heißt, du hast etwa 79 angefangen zu studieren oder Mitte der 70er Jahre? Ich habe 1978 angefangen mit Studieren, ja. Okay, das war ja so eine Zeit der Öffnung noch in der DDR, war noch ein bisschen Hoffnung, dass das jetzt besser wird. Hast du eigentlich studiert mit dem Ziel, irgendwie dann was zu arbeiten, oder war schon immer wissenschaftliches Arbeiten dein Ziel? Natürlich träumt man immer davon, eventuell an den Universitäten wissenschaftlich zu arbeiten, aber das war, glaube ich, zu unserer Zeit gar nicht so der wichtigste praktisch Aspekt. Wir hätten auch genauso gut an einer anderen Einrichtungen in der Industrie arbeiten können. Das ist heute vielleicht ein bisschen anders, wo jeder träumt, möglichst nicht mit praktischen Dingen vielleicht etwas zu tun zu haben. Aber ich glaube, zu unserer Zeit war das nicht so ausgeprägt. Allerdings hatte ich natürlich auch das Glück, einen der wenigen begehrten Promotionsstellen zu bekommen, nämlich dann in Merseburg. Studiert hatte ich übrigens in Halle. Ach, studiert hast du in Halle und bist dann nach Merseburg. Okay, und dann über Physik und so unterhalten wir uns vielleicht später. Lass uns erstmal auf den Grund kommen, warum ich dich eingeladen habe. Du bist einer von 7 Gründern von Wikivoyage. Ja, das ist richtig. Und dazu muss man dann etwas ausholen, wie das überhaupt dazu kommt. Wir haben natürlich einen Verein gegründet, um das Projekt Wikivoyage betreiben zu können. Das Projekt sollte keiner Einzelperson gehören, deswegen die Vereinsgründung, das heißt also, das Projekt gehörte dann dem Verein. Wir waren nämlich durch ein Vorgängerprojekt, welche Treffel, haben wir also sehr viel gelernt und deswegen auch diesen Weg bestritten. So. Also es gab erst Wiki Travel, aber dann habt ihr euch zusammengetan, um genau dasselbe nochmal zu gründen? Ja, das ist also richtig, aber dazu muss man ein bisschen was sagen. Ja, warum gründet man das dasselbe, wenn es das erste Projekt nicht getan hätte? Wir haben den Vereinsgründern, aber auch noch heutigen Autoren, haben bei Wikitravel angefangen. Das Projekt selbst wurde 2003 gegründet, vielleicht auch ein bisschen so als Gegenprojekt zur Wikipedia. Und, also nicht als Gegenprojekt, sondern eher so als Special Interest Projekt, halt nicht eine allgemeine Enzyklopädie, sondern ein Reiseführer. Ja, so ungefähr. Aber ich glaube, der Evan wollte damals, habe ich sehr wohl auch zeigen, dass er selbst so ein Projekt aufziehen konnte. Das war ja auch noch nicht wesentlich nach der Gründung von Wikipedia, etwa 2,5 Jahre später. Aber schon von Anfang an hatten wir ein bisschen gemerkt, dass das Projekt anders aufgezogen war. Er wollte das Projekt selbst besitzen und das führte dann auch zur Katastrophe. Der hatte dann im April 2006 dann das Projekt verkauft
an ein Unternehmen namens Internetbrands. Mhm. Und die waren eigentlich für Werbung und für den Verkauf von Second-Hand-Autos eigentlich bekannt. Es ist eine ganze Menge Geld über den Tisch geflossen. Man spekuliert irgendetwas um 1,5 Millionen Dollar. So viel wert war damals Wikitravel. Aber für die Gemeinde war das natürlich eine Katastrophe. Es war schon schwierig vorher, zum Beispiel an DAMS, also Datenbankauszügen, der Inhalte heranzukommen. Und jetzt wurde es natürlich noch schwieriger. Und als Mitarbeiter einer Werbefirma wollten auch die wenigsten arbeiten. Deswegen hat mir gedacht, wir stoppen unsere Arbeit jetzt und beginnen das Projekt neu. Es hat ein bisschen gedauert, weil wir die ganzen juristischen Probleme noch vorher abklären wollten. Wir wollten auch die technischen Probleme klären, denn wo es keinen Hexdump gibt, wo es keinen Dump der Datenbank gibt, muss man auf andere Art und Weise, also sprich jede Version einzeln abfragen, muss man sie auslösen, zusammenstöpseln und bis alles also erledigt war, war es dann Dezember geworden. Und am 10. Dezember ist das Projekt sozusagen erneut mit den alten Inhalten dann erneut gestartet. Das heißt, das ursprüngliche Wikitravel stand auch unter einer freien Lizenz, die Inhalte, die dort erstellt wurden. Ja, eigentlich standen sie darunter und deswegen konnten wir die Inhalte auch nutzen. Nur technisch hat man alles unternommen, dass man nicht so einfach herankam. Ach so, wenn ich jetzt auf die Seite gehe, steht ja Copyright Wikitravel.org, alle Rechte vorbehalten. Das heißt, es scheint nicht mehr unter einer freien Lizenz zu stehen. Das kann man eigentlich nicht so machen. Das Copyright ist eigentlich falsch, weil die Inhalte sind nach wie vor CC BY SA. Das heißt also, man kann die Inhalte genauso frei benutzen. Ich weiß auch nicht, was das dann also soll. Wenn ich auf eine Inhaltsseite gehe, auf der Startseite stand das, auf der Inhaltsseite steht dann Creative Commons Share Alike 3.0 Lizenz. Ah, okay, dann habe ich mich da geirrt, aber das ist dann verwirrend, wenn auf der Startseite was anderes steht. Okay, das heißt, die stand unter freien Lizenz, ihr konntet die dann mitnehmen in das neue Projekt. Ihr habt also mit denselben Daten dann einfach einen Fork gebildet, eigentlich abgespalten von dem Wikitravel mit Wikivoyage. Wikitravel ist schon durchaus der eingängigere Name, aber Wikivoyage macht's ja auch. So, und dann habt ihr euren eigenen Verein gegründet und kannst du da einen Vergleich ziehen zwischen Wikivoyage und Wikitravel, wie sich das so entwickelt hat? Ja, das kann man also machen. Vielleicht das allererste, warum wir uns Wikivoyage genannt hatten. Wie gesagt, Wikitravel, das hat es ja gerade angedeutet, war dann schon vergeben. Und es gab dann zwischendurch eine Diskussion in der französischen Community, ob sie nicht den Namen Wikivoyage benutzen wollten. Entschuldigung, ich kurz unterbreche, aber das sind dann nicht nur die deutsche Community, sondern mehrere Sprachen haben sich dann abgespalten. Praktisch alles kurz. Also wie gesagt, die Diskussion gab es damals und man hatte das kategorisch abgelehnt. Damit war der Name für uns natürlich frei. Aber wie ging die Abspaltung? Wir haben also mit der deutschen Version angefangen. Und ein Jahr später, also 2007, kam dann die italienische Version ebenfalls als Fork dazu. Wir hatten insbesondere auch die Mitglieder der englischen Community damals schon empfohlen, es uns doch gleich zu tun. Mhm. Aber man war zu der damaligen Zeit einfach nicht willens. Man fühlte sich mit dem Internetbrand als Mutter ganz wohl und glaubte also nicht, dass man da was ändern müsse. Und deswegen haben wir dann erst einmal mit zwei Sprachen angefangen. Ja, wie ging es denn los? Die ersten Wochen waren die schwierigsten. Natürlich ist das mit dem Fork nicht an der alten Community vorbeigegangen. Man hat ja schon mitbekommen und es hat in den ersten Wochen durchaus Versuche gegeben, uns sozusagen niederzudrücken. Allerdings waren wir natürlich auf das gefasst und haben also auch durch sehr viele Edits dafür gesorgt, dass der Artikelbestand sich dann deutlich vermehrte. Wir haben beide angefangen mit etwa knapp 3000 Artikeln und wir waren ein halbes Jahr schon 50% mehr Artikeln. Das ist natürlich in der Anfangszeit immer ein bisschen einfacher, aber es gab schon mal. Und jetzt sind wir also so weit, dass wir etwa die dreifache Menge an Artikeln wie in der deutschsprachigen Wikitravel haben. Das heißt also, da hat sich schon einiges getan und ähnliche Zuwächse hatten wir natürlich auch in der italienischen Version. Das vielleicht ganz kurz
So, und die anderen Sprachversionen sind eigentlich erst nach 6 Jahren zu uns gekommen, nämlich im Zusammenhang mit dem Zusammengehen mit der Wikimedia-Bewegung. Mhm. Also ist ja ein bisschen schade, aber die Vorgeschichte muss man schon erzählen, weil das halt auch ein prägend ist für Wikivoyage. Ihr habt euch abgetrennt, es gab auch Kämpfe oder du sagtest Niederdrücken, versuche das niederzudrücken. Ich denke, dass das ganze Projekt vermutlich behindert hat, ne? So wie damals auch die Abspaltung der spanischen Wikipedia damals eben dazu geführt hat, dass man weniger inhaltlich arbeiten konnte, sondern sich so eher auf organisatorische Sachen stürzen musste. Aber ihr habt es gut hingekriegt, ihr habt euch einen Verein gegründet, habt es geschafft, dann haben sich immer mehr Communities angebunden. Wikitravel existiert nach wie vor und hat auch eine Community, die daran arbeitet. Was ist jetzt größer? Das kann man jetzt vielleicht schlecht sagen. Wenn wir die deutsche Ausgabe, die deutschen Ausgaben vergleichen, dann ist natürlich ein beträchtlicher Unterschied. Das heißt also, da ist Wikivoyage schon deutlich weiter. Die anderen Versionen, weil eben halt der Fork erst so spät war und zudem auch mit einem relativ großen Artikelbestand. Denn wir hatten bei der englischen Version etwa einen Fork bei etwa 24.000 Artikeln. Da ist also, das ist schwer zu sagen, da ist also ein Unterschied in der Anzahl der Artikel weniger. Mhm. Die Communities sind auch unterschiedlich. Im Deutschen haben wir eine deutlich größere Community als bei Wikitravel. In der englischen Wikivoyage und Wikitravel sind es etwa gleich. Vielleicht hat auch die englische Wikitravel hier noch etwas die Nase vorn. Aber wir müssen mal dran denken, die wichtigste Ausgabe von Wikitravel ist die englische Ausgabe. Das heißt also, wenn Wikitravel investiert, dann natürlich hauptsächlich in die englische Version. Dort ist also auch dann der Kampf schwieriger. Nebenbei bemerkt, weil du es ansprachst, mit dem spanischen Fork der Wikipedia. Natürlich hatten wir mit dem Fork auch eine ganze Reihe organisatorischer Dinge zu tun, denn was den meisten ja sozusagen verborgen bleibt, ist natürlich die Pflege, die Administrierung eines ganzen Systems, der Datenbanken, der Software, die Programmierung von Erweiterungen, und so weiter. Das müssten wir jetzt ja auch selbst übernehmen. Das heißt, wir können durchaus den spanischen Fork in der Arbeit sozusagen nachvollziehen. Mhm. Und wir sind jetzt auch ein bisschen froh, dass wenigstens Teile der Arbeit nicht mehr auf unseren Schultern lastet und wir, sagen wir, mehr uns den inhaltlichen Dingen widmen können. Genau. Und denn den organisatorischen Teil abzurunden, Wikivoyage hat sich dann unter das Dach von der Wikimedia Foundation begeben. Ja, und da vielleicht auch ein paar Worte dazu, damit man also auch mal sieht, wie das also gegangen ist, dass die englische Community nicht lernfähig ist. Das wäre jetzt ja eine Unterstellung. Natürlich haben sie es auch gemerkt, und vielleicht ein bisschen später, dass die Arbeit in Wikitravel so nicht mehr funktionieren konnte. Und man hatte dann den Vorschlag gemacht, sie erstmal über Mittler, über Doc James, ob man nicht wieder zusammengehen könne. Was natürlich nicht das Problem war. Und es wurde also auch gleich der Vorschlag herangetragen, es dann doch gleich unter dem Dach der Wikimedia Foundation zu tun. Also gleich zwei Schritte in einem. Und dann sind wir nach einigen Verhandlungen, es hat natürlich dann auch richtige Verträge gegeben mit unserem Verein. Wir haben ja auch die Namensrechte zum Beispiel an die Wikimedia Foundation übertragen. Das war also auch noch ein bisschen Arbeit. Aber jetzt sind wir also unter dem Dach der Wikimedia Foundation. Auf englischer Seite war das James Heilmann, der damals aber noch nicht im Board der Foundation war, oder? Nein, zu dieser Zeitpunkt noch nicht. Also er war sozusagen ein ganz normaler Autor. Ich weiß aber auch, dass auf deutscher Seite auch sich Leute stark dafür gemacht haben. Arne Klempert war das, glaube ich, und Delphine Menard. Ja, die beiden waren es also sozusagen von der deutschen Wikimedia Community, also insbesondere damals Arne Klempert. Er war aber zu der Zeit Punkt ja auch im Board und hatte da also wahrscheinlich also auch sofort den besseren Draht und konnte wahrscheinlich auch das Potenzial abschätzen, was sich mit dem Zusammengang da erschließen würde. Okay, nachdem wir nun diese organisatorischen Sachen geklärt haben, die in Außenstehenden vielleicht gar nicht so sehr interessieren, aber für Interne doch interessant ist, lass uns doch mal was über Wikivoyage sagen.
Ja, wie gesagt, es ist ein Reiseführer. Und wer also genau praktisch die Vorgaben der Wikipedia liest, nämlich was Wikipedia alles nicht sein sollte, wird also schnell merken, es sollte kein Reiseführer werden. Das heißt also, man wusste oder war sich schon sehr wohl bewusst, dass die Inhalte zwar nicht komplett konträr sind, aber sich ein Reiseführer eigentlich auch ein bisschen inhaltlich an eine andere Zielgruppe wendet und auch andere inhaltliche Vorgaben besitzt. Mhm. Wir haben angefangen mit der Idee, es soll durchaus erst einmal ein Reiseführer werden, so wie man ihn in gedruckter Form kannte, aber eben halt elektronisch. Und was wir damals noch nicht sozusagen voraussehen konnten oder noch nicht in dem Maße, obwohl wir schon diskutiert hatten, dass wir natürlich also nicht nur im Internet, sondern im Prinzip jetzt auch offline oder wenigstens auf Smartphones genauso benutzen können. Das heißt, wenn ich auf Wikivoyage gehe, sehe ich, was ich auch in einem Baedeker vorfinden würde. Andersrum, die Zielsetzung ist natürlich dieselbe. Der vielleicht wichtigste Vorteil, den wir haben, ist, wir haben keine Begrenzung. Üblicherweise sind so Reiseführer auf 600 Seiten beschränkt. Und das reicht natürlich weder für Deutschland noch für andere Länder, um einen kompletten Überblick zu geben. Hier haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Hier haben wir natürlich erstmal kein Platzproblem. Der Vergleich mit dem Baediger ist aber gar nicht mal so schlecht, weil der Baediger natürlich im 19. Jahrhundert natürlich nach einem gewissen Kampf, also auch dort ging es nicht ganz kampflos. Die Briten waren damals auch schon ein bisschen weiter voraus. Aber konnte eben halt auch punkten, auch insbesondere mit technischen Neuerungen, zum Beispiel das Einbinden von Karten. Ich glaube, damit ist dem Baediger das gelungen, was ihn damals auch so stark gemacht haben, wirklich als echter Reiseführer, als Reisebegleiter. Genau, das heißt, ich meine, Baediger geht es nach wie vor gut und anderen, die mir jetzt nicht einfallen, aber es wird ja immer mal vorgeworfen, dass die Wikipedia die klassischen Enzyklopädien verdrängt hätte, was nicht stimmt, sondern das war einfach das Internet, was sie verdrängt hat, was sie verschlafen haben. Leute gucken ja heute nicht in die Wikipedia, wenn sie was wissen wollen, sondern sie gehen zu einer Suchmaschine oder sie gehen auf ein Videoportal, um das rauszufinden und werden dann vielleicht noch auf Wikipedia weitergeleitet. Wie ist da der Stand Wikivoyage und Reiseführer? Vielleicht ganz so extrem wie im Fall der Wikipedia ist es nicht. Hier hängt es aber gar nicht so seltsam zusammen, dass also dort vielleicht der Kampf gedruckter Führer gegen elektronischer Führer noch nicht ausgestanden ist. Natürlich ist er noch nicht ausgestanden, weil wir können ja auch noch nicht alle Inhalte bieten. Wenn wir alles bieten könnten, was gedruckte Reiseführer hätten, dann wäre das schon was anderes. Aber wir müssen daran denken, dass ein Reiseführer natürlich nicht alleine ist. Das ist bei der Wikipedia vielleicht so, aber wir haben es natürlich zu tun mit Buchungsportalen, mit Bewertungsportalen, die es ja auch noch gibt und die natürlich für eine Reiseplanung genauso mit herangezogen werden. Vielleicht als allererstes, ich baue erstmal ein billiges Hotel oder andersrum ein preiswertes Hotel. Ein billiges muss es natürlich nicht sein. und erst dann, wenn man vielleicht vor Ort ist im Hotel, dann überlegt man sich dann, was man gerne machen würde, wenn man schon mal da ist. Ach so. Du sagst jetzt, hast mehrfach das Wort Kampf benutzt. Siehst du die Wikivoyage in Konkurrenz zu diesen gedruckten Werken oder anderen Portalen? Eigentlich nicht unbedingt. Das heißt also, wir haben die Konkurrenz nie herausgestellt. Vielleicht waren es andere. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ja schon seit Jahren immer wieder, gerade auf den großen Reisemessen, der Tod insbesondere gedruckten Reiseführer vorausgesagt wurde. Er ist noch nicht eingetreten. Man kann sich in den größeren Städten, da gehört also schon Halle dazu, ganz bequem und ganz gut auch noch mit gedruckten Reiseführern ausstatten. Insofern ist der Kampf eigentlich dessen vielleicht auf der Seite der gedruckten Führer. Sie haben ihn also noch nicht ganz verloren. Sie werden ihn wahrscheinlich auch so schnell nicht aufgeben. Aber deswegen habe ich sie ja auch fast als Untote mal in einem kleinen Blog bezeichnet. Aber ich gehe mal davon aus, auf Dauer wird es nicht geben. In erster Linie vermute ich mal, dass Reisende im höheren Alter vielleicht noch die gedruckten Varianten benutzen und die jungen Leute eher ja nur das Smartphone haben. Und da stellt sich die Frage, schleppe ich noch einen Reiseführer mit, schon gar nicht mehr stellt.
Ja, es wäre doch aber schade, wenn diese Redaktionen verloren gehen würden. Ja, das kann man sehen, wie man möchte. Die Redaktionen sind ja eigentlich viel kleiner, als man sich's denkt. Und auch gedruckte Reiseführer werden meistens nicht von Teams, von großen Teams gestellt. Das sind manchmal auch Einzelautoren, manchmal sogar recht praktisch gute Einzelautoren. Man merkt es ja auch davon, dass man gerade in den Nischen eine ganze Reihe von Verlagen findet, Reisebuchverlagen, die eben halt von den Insidern leben. Und wenn es uns gelingt, irgendwann mal für uns eben auch diese Leute sozusagen hinzuzuziehen. Ja, die müssen ja irgendwie Geld verdienen. Also bei Wiki Voyage kann man nichts verdienen, aber Baedeker zahlt doch ganz gut, vermute ich mal. Glaube ich nicht. Ich erzähle die Frage, wir bekommen mich ja dauernd gestellt, wenn ich auf Reisen bin, warum ich das nicht verkaufe. Mhm. Aber man muss sich dann auch mal überschauen. Reisebuchautoren schreiben üblicherweise keine Harry Potter Bücher. Reisebuchautoren verkaufen vielleicht pro Jahr 1.000, 2.000 ihrer Werke. Und bei einem Ladenverkaufspreis von ungefähr 20 Euro bleibt denen dann vielleicht 1 Euro, 2 Euro Gewinn. Das kann man dann ausrechnen, haben sie 2.000 Euro praktisch im Jahr verdient. Und ich muss auch fairerweise sagen, da kann ich mir auch ins Fließband stellen und Kartoffeln sortieren gehen. Wahrscheinlich mehr verdienen. Ja, vielleicht nicht so interessant, aber mehr verdienen. Also Geld verdienen kann man mit Reisebüchern nicht, insofern... Oder auch nur einzelne Star-Autoren vielleicht, ja. Es gibt ja auch eine große Vielfalt an Reiseverlagen. Das Reisen ist ja auch, oder das touristische Reisen ist ja auch eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert, also da wurde das dann möglich. Gab vorher schon Reiseführer ins Heilige Land, finde ich mal ältere Bücher, die das beschreiben, wie das geht. Und da sind wir jetzt schon Richtung Ägypten unterwegs, was ja eine weitere große Leidenschaft von dir ist. Ja, nee, natürlich. Da werden wir also gleich auch drauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht ruhig auch noch mal ein bisschen was. Natürlich, wie du schon sagtest, die Entwicklung ist eigentlich erst im 19. Jahrhundert losgegangen, weil man hatte die Transportmittel. Früher gab es ja nur Reiseberichte und es waren keine echten Reiseführer. Es war eigentlich wirklich, man hat aufgeschrieben, wie man irgendwo hinkommt. Aber das, was ein Reisender brauchte, fehlte ja in den meisten. Und das ist ja dann letztendlich auch das Verdienst der Reiseführer des 19. Jahrhunderts, dass man ja genau sagt, die Leute müssen wissen, wie man reist, wo man unterkommt. Aber auch, was man sich anschauen sollte, praktisch ein echter Guide für den Reisenden und nicht nur einfach ein Bericht. Ja, und wie gesagt, natürlich gehört zu den frühen praktisch Reisebeschreibungen, gehört natürlich das Heilige Land dazu. Reiseführer dazu gibt es erst relativ spät, etwa seit 1848. Wilkinson mit seinem Modern Egypt and Thebes ist, glaube ich, der erste klassische Reiseführer, den es dann für Ägypten gegeben hat. Und Baediger ist dann etwa 20 Jahre später und natürlich immer noch maßgebend, selbst für die heutigen Reisenden. Man kann also den 1928er Baediger immer noch mitnehmen zum Reisen. Und würde wahrscheinlich die Kultur genauso gut bereisen können. Nur das mit den Badeorten klappt noch nicht ganz so gut. Es mussten auch erstmal genug Kunden da sein, bevor Reiseführer entstehen konnten. Und es gibt ja auch unterschiedliche Arten zu reisen. Ich meine, es gibt, was jetzt in den Medien viel ist, ist halt die Leute, die sich irgendwo an den Strand legen wollen. Die wollen vermutlich auch keinen Reiseführer oder weiß ich nicht, wo sind die, gehen die besten Partys ab, während andere auf Goethes Spuren wandeln und sich nach Italien begeben. Ja, ich glaube, es ist wirklich so, im Gegensatz zu den gedruckten Reiseführern, die sich wahrscheinlich wirklich an die eher kulturbeflissene Community wenden, sollten wir auch in der Zukunft sehen, dass wir alle Reisenden. Und wir sollten auch nicht nur an Urlauber denken. Wenn jemand auf Dienstreisen fahren möchte oder muss, je nachdem, wie man das sehen möchte, dann hat er ja dasselbe Problem. Er reist, er möchte vielleicht auch wissen, wie man da am besten hinkommt. Er möchte sich dann auch informieren, was kann ich vor Ort machen. Das muss nicht nur Kultur sein. Es ist schön, wenn es Kultur gibt, aber vielleicht ist ihm halt die urige Kneipe an der Ecke vielleicht für ihn erstmal wichtiger. Und wenn wir alle diese Aspekte abdecken, und da gehört dann vielleicht auch Sport dazu und alles, weswegen man irgendwie wegreist von daheim,
Vielleicht muss man auch gar nicht so weit fahren von daheim. Vielleicht reicht es schon mal in die Nachbarstraße zu gehen. wenn uns all das gelingt, dann haben wir, glaube ich, den Reiseführer sozusagen, ich will nicht sagen neu erfunden, aber dann wirklich mit allem bestückt, was man von ihm erwartet. Also ihr guckt auch, für wen ihr schreibt, wenn da geschrieben wird. Ja, ja, natürlich. Also ich habe auch gerade in den vergangenen Jahren, obwohl es jetzt, sagen wir, jetzt nicht meine Hauptstrecke ist, ich bin eher der Kulturmensch, habe ich natürlich auch gesehen, dass die Badeorte am Roten Meer, da sind wir dann schon in Ägypten, dass die natürlich genauso gut ausgebaut werden. Und da ist es natürlich, ist dann schon ein bisschen Kampf angesagt, weil wenn man heute Informationen zu einem Badeort gibt, dann steht man natürlich im Kampf nicht gegen die Reiseführer. Da ist es ja recht dünn. Aber man kämpft natürlich gegen die Reiseveranstalter, die natürlich mit ihrer Marktmacht versuchen schon uns vielleicht unbedeutend werden zu lassen. Aber an einigen Orten, wie zum Beispiel El Guna, schaffen wir es also durchaus schon in die Phalanx. Also erste Seite ist dann schon immer unser Ziel bei der Google-Suche, uns dort zu etablieren. Und das sollten wir tatsächlich auch viel mehr machen, weil ich glaube, es gibt eine ganze Menge Erholungsreisende, die nicht nur am Pool liegen möchten. Genau, für die ist Wiki Voyage gemacht. Wiki Voyage ist ja nun eine Webseite, man kann sie auch mobil betrachten. Nun hat man ja da nicht immer Internetzugang. Das heißt, man kann sich wahrscheinlich, wie macht man da? Wie geht man am besten vor? Wenn man jetzt, machen wir es so. Ich will jetzt nach Ägypten reisen und möchte mir einen Reiseführer Wiki Voyage benutzen. Wie gehe ich da am besten vor? Also momentan, wenn man ihn in Deutsch braucht, ist das Allereinfachste. Man geht zur Webseite von kiwix.org. Ich glaube, das muss man jetzt nicht buchstabieren. Mhm. Dort bekommt man übrigens nicht nur für Wiki Voyage, sondern für alle Wikipedia-Ausgaben, für alle anderen Schwesterprojekte auch die Inhalte. Und zwar einmal einen Offline-Browser, der sinnigerweise auch Kiwix heißt, und dann die Archive dazu. Man würde sich also ein praktisch Offline-Browser besorgen und ein passendes Archiv und dann beides auch zum Beispiel auf sein Smartphone packen und wir hätten dann einen Offline-Reader. Mhm. Für die englische Ausgabe von Wiki Voyage gibt es also auch schon eine App für Android. Und als ich vor kurzem mit Emanuel von Kiwix gesprochen hatte und es ja darum ging, praktisch über Geburtstagsgeschenke nachzudenken, Wiki Voyage feiert ja dieses Jahr am 10. Dezember seinen 10. Ah. Dann haben wir uns von Ihnen gewünscht, dass es natürlich dann auch eine App geben sollte für mit den deutschsprachigen Angeboten. Dann natürlich weltweit. Also man hat dann nicht nur eine Ausgabe für Ägypten, sondern könnte dann gleich von Kairo aus nach New York weiterfliegen, ohne dass man da einen größeren organisatorischen Aufwand treiben müsste, was die Reisebücher anbetrifft. Also ich bin gerade auf der Seite von Kiwix. Ach so, da muss man ein bisschen klicken. Ich habe jetzt nur die englische Wiki Voyage gefunden. Ich wollte gerade gucken, wie groß das ist. Das kann ich ja jetzt parallel noch machen. Aber die 10 Jahre, ja, im Dezember stehen da große Feierlichkeiten an. Ja, ja. Du hattest jetzt gerade geguckt, wie groß das Archiv ist. Es ist, dachte ich mal, ein halbes Gigabyte groß. Ist also für die deutsche Ausgabe und ja, für die englische, glaube ich, 644 Megabyte ist Wiki Voyage auf Deutsch. Und wenn man die Bilder weglässt, 41 Megabyte. Also, aber zumindest ist es ja für jemanden, der einen halbwegs brauchbaren Internetanschluss hat, jetzt sagen wir nicht die große Menge. Mhm. Lässt sich also auch schon mal machen. Aber du hattest den Geburtstag angeschnitten. Ja, wir planen also eine Feierlichkeiten mit einem Community-Treffen am 10. in Berlin. Ach, schön. Und zwar, das kann man schon verraten, also der Raum ist schon gesichert. Mhm. Es wird also in den Vereinsräumen von Wikimedia Deutschland sein. Ah ja, mit Torte und allem. Mit Torte. Und also früh nur feiern oder auch Vorträge? Nein, wir wollen also früh morgens ein Community-Treffen machen. Dort soll es also auch Vorträge geben. An zwei Dinge habe ich also schon gedacht, muss man aber zwar noch ein bisschen absprechen. Wir hoffen, dass wir jemanden aus der Wikidata-Community, die für uns sehr wichtig ist, bekommen, um dort also Entwicklung zu diskutieren und auch unsere Wünsche zu artikulieren. Und wir hoffen, dass wir auch Personen aus Kartenprojekten, zum Beispiel von OpenStreetMap, ein weiteres wichtiges Feature für unsere Reiseführer auch mit heranbekommen. Ja, in meiner letzten Episode des Wiki-Stammtischs ging es ums Wikidata. Wie hängt denn Wiki Voyage mit Wikidata zusammen?
Eigentlich wollen wir eine ganze Reihe der Daten, die bei uns vorgehalten werden, insbesondere natürlich Adressangaben zu den Einrichtungen, die wir bei uns nennen, wollen wir dort natürlich speichern, weil es kann nicht sein, dass jede Sprachversion, die Reiseführer macht, also immer wieder dieselben Daten erheben muss. Es macht sehr viel Arbeit und ist eigentlich unbefriedigend. Wenn man heute, sagen wir mal, wirklich von einem Hotel Daten haben möchte, ein bisschen was anschauen möchte, ist nur eine Stunde vorbei und es macht sicherlich keinen Sinn, wenn das jeder macht. Das heißt also, Wikidata soll schon die Daten vorhalten und das hatten wir auch von Anfang an erkannt. Nebenbei bemerkt hatte ja Wikivoyage sein eigenes Wikidata. Das heißt also, bereits ein Jahr nachdem Wikivoyage gestartet war, hatten wir unser eigenes Wikidata. Das hieß nur bei uns Location Database und hatte genau dieselbe Aufgabe. Wir hatten auch dieselben Ideen. Also insofern, vielleicht haben sie auch ein bisschen bei uns geirrt, die Wikidata-Leute. Natürlich ist Wikidata heute viel umfangreicher. Das heißt also, Wikidata soll schon alle Daten, die man nicht mehrfach erheben muss, für uns speichern. Und bereits seit dem Aufkommen setzen wir sie ein. Das heißt zum Beispiel, Positionsangaben von Orten werden eingepflegt. Oder wenn wir die Infoboxen haben, die bekommen ihre Daten schon seit Monaten ebenfalls komplett aus Wikidata. Wir kennen deswegen auch die Probleme, die die Nutzung von Wikidata macht. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, wenn Sie zu einem Ort die administrative Verwaltungseinheit ersten Grades brauchen. Das ist eine echte Herausforderung für die Anwender von Wikidata, beziehungsweise für diejenigen, die es brauchen. Das heißt also, hier ist also auch noch ein bisschen Entwicklungsarbeit zu machen und ich hoffe mal, dass wir dort also durchaus beitragen können, Wikidata auch noch besser zu machen. Mhm. Ihr hattet euer eigenes Wikidata, das war nicht dieselbe Software, sondern das war mit derselben Funktion etwas. Eigentlich war es sogar fast dieselbe Software. Wir hatten dieselben Ideen. Das heißt, wir haben die MediaWiki-Software dazu benutzt, um die Daten eben halt zu erfassen. Mhm. Wir hatten das also auch modular aufgebaut. Das heißt, wir hatten dann Spezialseiten mit den entsprechenden Eingabeformularen. Also praktisch funktionell ähnlich, auch wenn natürlich die heutige Entwicklung bei Wikidata deutlich fortgeschrittener ist. Das muss man ja wenigstens lassen. Wir hatten ja auch damals für unsere Zwecke gar nicht so viele Daten erste Mal im Visier. Wir hatten also angefangen mit Hierarchien. Unsere Artikel sind hierarchisch aufgebaut. Wir hatten dann die Hierarchieordnung in all den Wikis da, um sozusagen schneller einen Brotkrümelweg, ein Feature, was es übrigens, glaube ich, nur in Wikivoyage gibt, mit einzutragen auf den Inhaltsseiten. Wir hatten aber Koordinatenangaben, Höhenangaben, da sind wir sogar, waren wir damals schon noch weiter, als es heute geht. Wir können heute immer noch nicht bei Bergen minimale, maximale Höhe, Fehlerangaben nach beiden Richtungen, also können wir also immer noch nicht angeben. Das konnten wir damals schon und der nächste Schritt wäre sicherlich gewesen, die Informationen, also die Listings zu Einrichtungen wie Restaurants sowas zu machen. Ja, das vielleicht ganz kurz zu den Entwicklungen bei uns damals. Hm. Ich gucke mir gerade Wikivoyage an, bin auf der Seite Halle Saale, um mal zu gucken, was so der Unterschied zu Wikipedia ist. Erstmal der Standardaufbau ist ziemlich gleich, so vom Grafischen her. Links oben das Logo, links die Werkzeugleisten. Dann rechts oben eine Infobox, eine kurze, dann einzelne Abschnitte, in denen etwas steht, zur Anreise, Nachtleben, Sicherheit. Eine Besonderheit ist ein Kasten dynamische Karten. Wenn ich da draufklicke, wird ein Stadtplan aufgerufen, in dem die eingekästelten Zahlen markiert sind. Das heißt, die Pauluskirche, Petruskirche und so, die im Artikel erwähnt sind, sind da auch markiert. Ja, da hast du also gleich zwei Dinge angesprochen und ich würde vielleicht auch zu beiden Dingen etwas sagen. Einmal die Karten und zum anderen der Aufbau. Okay. Natürlich wäre es unwahrscheinlich, dass wir völlig andere Informationen zum Beispiel zur Geschichte einer Stadt haben als die Wikipedia. Allerdings sind die Inhalte ein bisschen doch unterschiedlich. Die Wikipedia ist halt eine Enzyklopädie. Da zählen zum Beispiel Angaben über die Abfolge von Bürgermeistern, spielt da eine große Rolle, für den Reisenden eher weniger.
Das ist das eine. Das heißt also, ein Geschichtshintergrund wird vielleicht bei uns nicht ganz so umfangreich sein. Andere Felder, wie zum Beispiel, welche Sehenswürdigkeiten gibt es, welche Hotels gibt es, das sind dann schon wieder unsere Stärken, weil die gibt es dann vielleicht nicht in dieser Form, zumindest was Restaurants, Hotels anbetrifft, auf der Wikipedia. Das nächste ist, wir haben auch im Gegensatz zu Wikipedia, weil wir uns ja so spezialisiert haben, auch etwas, was es bei der Wikipedia nicht gibt. Wir haben sogar den Artikelaufbau relativ weit standardisiert, soweit es nur ging. Das heißt also, alle Artikel sollen ungefähr denselben Aufbau haben. Also wir fangen mit Hintergrundwissen an, Anreise, dann die Mobilität vor Ort und so weiter, damit man sich also möglichst gut zurechtfindet. Das Aussehen muss natürlich, was die Software anbetrifft, natürlich gleich sein. Das wäre verwunderlich. Mhm. Aber nun zu den Karten. Das ist nun etwas, das hat die Wikivoyage in die komplette Community mit hineingebracht. Ich sagte schon, Bädiger ist groß geworden durch das Einfügen von Karten. Seit etwa 1850 gibt der Bädiger in seinen Reiseführer Karten bei, und damit konnte man sich insbesondere der britischen Konkurrenz sozusagen dann entledigen. Und wir haben also auch mit unserer Vereinigung, also mit dem Gang zur Wikimedia Foundation bzw. Wikimedia Bewegung darauf gedrungen, dass wir Kartenwerkzeuge bekommen. Es hat natürlich viel länger gedauert, als wir es gedacht haben. Damals im Jahr 2006 sprach man noch von einem halben Jahr. Es hat eigentlich gedauert bis vergangenes Jahr im November, bis wir praktisch eigene Karten-Kachel-Server auch in der Wikimedia-Bewegung haben. Wir selbst haben aber früher schon mit dem OSM-Karten gearbeitet. Das heißt also, wir konnten natürlich nicht darauf warten, dass die Programmierer, praktisch bis die Programmierer fertig wurden. Und wir hatten das seltene Glück, dass wir einen Programmierer hatten, der in der Lage war, Karten in unser Artikel einzubetten bzw. nutzbar zu machen. Das heißt, genau. Noch kurzen Einwurf, OSM ist OpenStreetMap. Das ist eine freie Karten-Community, die so wie Google Maps, Bing Maps auch eben freie Karten zur Verfügung stellt. Ja, wie gesagt, wir nutzten die auch gleich. Und wir waren also auch in der Lage, zum Beispiel die Markierung, die wir im Text haben, dann mit auf die Karten zu projizieren. Das war, wie gesagt, unser Glück, dass wir einen derartigen Programmierer haben. Was jetzt aber das Glück für die ganze Community ist, dass dieses Projekt sozusagen nochmal neu programmiert wurde von einem Team in San Francisco. Und es wird allen Projekten mehr oder weniger umfangreich als Erweiterung Kartographer zur Verfügung stehen. Es ist dächtig teilweise auch schon seit 2 Wochen in der Wikipedia verfügbar, aber ich glaube, die meisten wissen es noch gar nicht. Und offensichtlich interessiert man sich nicht so sehr dafür, denn mein Vortragsvorschlag zur Wikicon stieß also, sagen wir mal, dort nicht auf großes Interesse. Es ist ein bisschen schade, aber das macht nichts. Wir benutzen es, und diese Karten sind also verfügbar, entweder als externe Karten oder wir können es also auch integrieren in den Artikel selbst. Das heißt also, dass die Karte Bestandteil sogar des Artikels ist, mit den entsprechenden Markierungen. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass es manchmal doch sinnvoller ist, eine Karte zu haben, die das gesamte Format füllt und nicht nur sozusagen so einen ganz kleinen Ausschnitt des Artikels. Lass es mich nochmal kurz zusammenfassen. Also ich kenne ja den Juri Astrachan auch persönlich, der federführend ist bei der Entwicklung dieser Kartenerweiterung, die jetzt in den Wikipedia-Projekten ausgerollt wird. Ich bin da in einem Newsletter, den kann ich auch verlinken. Also die Idee dieser Kartenerweiterung ist, dass in einem Media-Wiki, wie zum Beispiel in der Wikipedia oder Wikivoyage, man dynamische Kartenausschnitte einbinden kann. In der Wikipedia wurde das notdürftig gelöst, indem man immer selber Karten gemalt hat. Für viele Zwecke ist das auch gut, aber wenn man nur einen allgemeinen Überblick haben will, wo jetzt der Deutsche Dom in Berlin steht, will man ja dann doch eine Karte haben, die auch noch andere Funktionen hat und dann einfach nur einen Punkt, wo dieser Dom steht. Und das ist jetzt auch möglich. In Wikivoyage ist das schon länger möglich, weil ihr einen Programmierer habt. Jetzt wird es zurzeit in allen Wikipedien ausgerollt, dass dynamische Karten
eingebunden werden können. In der deutschen ist das auch schon möglich. Ich kann das nur ans Herz legen, sich mal damit zu beschäftigen. Das ist schon sehr ausgereift dafür, dass es eigentlich relativ jung ist. Man kann jetzt dynamische Karten in Wikipedia verwenden und das wird auch nochmal einen Schub geben für die Benutzbarkeit. Ja, und wie gesagt, also und wenn man es dort noch nicht komplett sehen kann, aber zum einen kann man sich schon mal auf den Hilfeseiten praktisch informieren, was möglich ist, beziehungsweise auf den Seiten von Wiki Voyage, denn man kann dann nämlich nicht nur auf den Karten einen einzelnen Marker praktisch positionieren, sondern man kann ebenfalls einen Satz von Markern positionieren, man kann Routen drauf projizieren, wir können ganze Gebiete sozusagen markieren. Das heißt also, wir können zum Beispiel Bundesländer halt mit ihren Grenzen bestücken, ohne dass man da jetzt was dazu tun müsste oder viel dazu tun müsste. Und da gibt es sicherlich in der Zukunft noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten geben. Wir binden zum Beispiel selbst noch aus fremden Quellen ein, zum Beispiel die Abschattung von Gebirgen, also was man als Fachmann als Schummerung bezeichnet. Wir binden Strecken der Nahverkehrsmittel mit ein. All das ist in diesen Projekten, also möglich, nur um eine Vorstellung zu haben, dass da also mehr drin ist als nur die Projektion. Und hier ist dann auch, das sollte man vielleicht nicht häufig genug erzählen, weil Wikidata auch noch nicht so weit ist, die Daten zum Beispiel für die Umrisse zum Beispiel eines Bundeslandes, die stehen natürlich nirgends auf den Servern von Wiki, der Wikimedia-Bewegung, sondern die stammen von OpenStreetMap. Das heißt also, wir holen uns deren Karten, Daten. Ah so, okay. Das ist ein schönes Beispiel für Zusammenarbeit von den Communities. Also Wiki Voyage ist ja in Wikimedia nun angeschlossen. OpenStreetMap, da gibt es das italienische Chapter, wo OpenStreetMap sich Wikimedia Italien angeschlossen hat. Also da gibt es auch Zusammenschluss oder eine sehr enge Zusammenarbeit. Ich finde es großartig, dass es so ein Ökosystem an Sachen gibt. Und das Wiki Voyage jetzt auch mit zur Wikimedia-Bewegung ist auch großartig, weil dadurch ist auch die Zusammenarbeit enger. Ne? Ich hoffe vielleicht sogar, dass uns die Zusammenarbeit mit OpenStreetMap vielleicht auch gelingt. Ich bin jetzt am Wochenende in Dresden zum Elbe-Labe-Meeting von OpenStreetMap. Aha. Wir wollen also da zum Beispiel mal den Reiseführer auch dort vorstellen. Wir wollen vorstellen, was nutzt Wikivoyage an OSM-Daten und möglicherweise können wir vielleicht auch OSM in die deutsche Community vielleicht besser mit integrieren. Wäre doch zumindest sehr interessant, wenn uns das gelänge. Das wäre sehr schön. Erzähl doch mal was über die Wikivoyage Community. Ja, sie ist also vielleicht nicht so groß wie die Wikipedia Community. Wir haben vielleicht einen harten Kern von etwa vielleicht 2 Dutzend, 3 Dutzend Autoren. In der deutschen Wikivoyage. Okay. Ein Teil davon, etwa ein Drittel, ist auch Vereinsmitglied. Und dann haben wir eine ganze Reihe Gelegenheitsautoren. Die englischsprachige Community hat mehr Autoren. Ich rechne mal damit, dass die Community vielleicht um einen Faktor 100 größer ist als die deutsche Community. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass wir mit wenigen Leuten trotzdem in der deutschen Community eine ganze Menge hinbekommen. Das heißt, so von der Größe her sind wir vielleicht größer als die anderen Schwesterprojekte. Aber natürlich noch nicht so weit wie die deutsche Wikipedia. Und wie ist die Zusammenarbeit so in der Community? Also trefft ihr euch oder was macht ihr? Also wir treffen uns gelegentlich, zumindest erstmal natürlich im Verein, das ist natürlich naheliegend. Wir wollen in der Zukunft den Kontakt insbesondere auch mit ausländischen Community-Mitgliedern forcieren. Wir werden jetzt mit dem ersten Community-Treffen natürlich im Dezember beginnen und wir wollen also schauen, dass die Kontakte einfach besser werden. Hier ist sicherlich noch einiges zu tun, aber wie es halt so ist, mit wenig Leuten kann man halt nicht alles zur selben Zeit gleich gut machen. Das ist klar. Ja, wie und sonst ansonsten diskutiert ihr bei euch auf den Diskussionsseiten von Wikivoyage? Ja, natürlich, das machen wir und vielleicht ist es sogar auch wieder eine Besonderheit dieser kleinen Projekte.
Während sich ein Wikipedianer, ein junger Wikipedianer schon gucken muss, wo kann man sich denn mit anderen Leuten austauschen? Es gibt gar keine echte Austauschplattform, die einfach mal zum Schwatzen da ist. Gab es das von uns praktisch von vornherein. Das heißt also, wir haben auch gleich mit in der Sidebar praktisch unser Lounge. Gut, im Englischen heißt es dann Pub, egal. Mhm. Haben wir also verlinkt und jeder, der dann also Fragen hat, bekommt sie dann dort beantwortet. Ich glaube, man sollte so ein Instrument selbst in der Wikipedia an deutlich sichtbarer Stelle positionieren. Momentan wird, glaube ich, nur auf der Diskussionsseite des Kurier dasselbe gemacht. Das heißt aber, den findet man natürlich als Anfänger nun wirklich nicht auf Anhieb. Hm. Was würdest du machen, wenn es Wikivoyage nicht gäbe? Das ist natürlich eine schwierige Sache. Wahrscheinlich würde ich dann die Dinge, die ich jetzt für Wikivoyage bearbeite, vielleicht in einer etwas anders aufgearbeiteten Form vielleicht dann doch eher bei der Wikipedia machen. Das heißt also, das Problem, also praktisch dieses Wissen würde ich dann nicht für mich behalten. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es nichts bringt, immer mal neue Seiten zu entwickeln. Es gibt eigentlich auch für mein Lieblingsreiseziel Ägypten, glaube ich, genügend Einzelpersonen, die dann individuelle Ägyptenseiten betreiben. Da noch eine zu bauen, bringt dann, glaube ich, wirklich wenig. Dann ist es, glaube ich, wirklich besser, in einer etwas bekannteren Community sein Wissen an den Mann zu bekommen. Hm. Ich habe, wenn wir gesprochen haben, ein bisschen hier im Internet rumgesurft. Natürlich, ich kann das, weil ich vom Beruf auch das so machen muss. Habt ihr trotzdem aufmerksam zugehört. Ich habe nichts gefunden zu euren Geburtstagsfeierlichkeiten. Auf Wikivoyage nicht und auch nicht auf Treffen der Wikipedianer-Seiten. Ist das noch nicht offiziell? Also wir haben es bei uns schon immer mal gesagt. Aber ich bin jetzt noch dabei, praktisch den letzten Abschliff zu machen. Das heißt also, ich bin noch mit dem Team Ideen praktisch noch zugange, um noch praktisch die Durchführung der Feierlichkeiten abzuklären. Und wenn das dann erledigt ist, ich nehme mal an, in kürzester Zeit, vielleicht in 14 Tagen, dann würde es auf allen Medien auch die Ankündigung, die offizielle Ankündigung dafür geben. So können sich alle schon mal auf die offizielle Ankündigung freuen. Wie kann man Wikivoyage am besten unterstützen? Das sind eigentlich mehrere Dinge. Vielleicht das Allerwichtigste, einfach über Wikivoyage zu reden. Das ist, glaube ich, ein Problem für alle Schwestern, dass sie nicht die Bekanntheit haben wie die Wikipedia. Mhm. Wenn es uns schon gelingen, dass alle darüber sprechen, dass man jetzt die Widerstände, die es gerade unter den Wikipedianern gibt, die also bis zur krassen Ablehnung gehen, wenn man die abbauen könnte, hätten wir schon etwas gewonnen. Und ansonsten wäre es wirklich so bekannt machen und vielleicht auch die Zusammenarbeit zwischen den Schwestern fördern. Und das soll nicht nur unbedingt Wikipedia sein, Wikivoyage sein. Wir sollten auch mal dran denken, auch die Leute von Wikisource, Wikiquote hätten vielleicht durchaus ein Interesse, wenn sich der eine oder andere Wikipedianer auch mal dort Sachen mit Ideen, mit Einträgen, Bearbeitung einbringt. Das wäre schon mal ganz nett. Natürlich ist es so, um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, wenn ich heute an einem Wettbewerb, zum Beispiel Wikilove's Monuments, teilnimmt, dann kann derjenige, der die schönen Fotos gemacht hat, vielleicht auf Wikivoyage gleich mit aufschreiben, wie er denn da hingekommen ist. Dann hätten wir natürlich auch was davon. Das heißt, wenn ich Reisender bin oder auch mal nur verreist bin oder auch was über meinen Heimatort bekannt machen möchte und für Reisende, dann gehe ich auf die Wikivoyage-Seite, lege mir einen Account an. Gibt es irgendwie Helfer, an die ich mich wenden kann, wenn ich Fragen habe? Ja, natürlich, die gesamte Community hilft. Das heißt also, man muss nicht unbedingt jemanden direkt ansprechen. Wie gesagt, wir haben als Einstieg ja schon auf der Hauptseite präsent, die Lounge. Wenn jemand Fragen hat, kann er das tun. Übrigens, er muss sich ähnlich wie bei der Wikipedia nicht anmelden. Man kann anonym bearbeiten. Mhm. Das wird auch von vielen natürlich wahrgemacht. Man muss also diesen Schritt nicht gehen, sondern könnte eigentlich sofort die Dinge bearbeiten.
Wir sind auch ein bisschen glücklich, auch wenn es vielleicht die Wikipedianer anders sieht, dass wir mit dem Visual Editor auch ein Werkzeug haben, was diese Berührungsängste, gerade für jemanden, der das nicht so häufig macht, schon ein bisschen wegnimmt. Und wir wollen auch an den Stellen, wo es sehr schwierig wird, wie zum Beispiel bei den technischen Angaben für Restaurants und so weiter, wollen wir also auch schauen, dass wir dort noch bessere Hilfsmittel hinbekommen, um diese Daten schneller aktualisieren zu können. Mhm. Okay, also wenn ich jetzt dort schreiben will, müsste ich mich schon, gehe auf die Seite, ich müsste mich nicht mal anmelden, ist natürlich leichter, wenn man es tut. Und jetzt gehe ich auf die Seite von Halle Saale und klicke da auf Bearbeiten. So, das mache ich mal, Halle, Klammer auf Saale, Klammer zu. Und da will ich jetzt zu Magdalenenkapelle was ändern, dann klicke ich auf Bearbeiten. Und dann schiebt sich ein Balken von links nach rechts auf der Seite und er bietet mir Bearbeitungsregisterkarten an. Okay, den visuellen Editor habe ich jetzt hier und jetzt kann ich direkt in den Text was reinschreiben. Ja, ja. Hm. Jetzt habe ich bei Hallischer Dom reingeklickt und da geht ein Bearbeitungsformular auf. Eine Vorlage ist das wohl. Ja, gut, ja, ja, das ist natürlich richtig. Und zwar im Zusammenhang mit dem Visual Editor, der übrigens dann ja auch in der mobilen Version funktioniert, wird die Bearbeitung deutlich einfacher. Ich weiß, dass viele Alteingesessenen und Eingeschworenen, die Wiki-Syntax kennen... Gehen wir von Neuling aus, der jetzt hier was machen will. Hm. Der hat es also dann viel, viel einfacher. Er muss also gar keine Syntax lernen. Er schreibt seinen Text genauso hinein. Und das, was wir als Vorlagen kennen, wird natürlich als Eingabeformular angeboten. Und man trägt dann einfach in diese Formulare die Angaben, die man braucht, ein. Mhm. Und bestätigt das, so dass man also wirklich, und das ist das Wichtigste, man muss nichts von Vorlagen wissen, man muss nichts von der Wiki-Syntax wissen und kann sofort bearbeiten. Und was ihm halt auch wichtig ist, es funktioniert auch in der mobilen Ansicht, so dass es erstmal hoffentlich keine Berührungsängste geben muss. Gibt es sowas wie eine Spielwiese, wo ich erstmal ausprobieren kann? Ich will ja jetzt nicht hier den Artikel zerstören, indem ich da rumprobiere. Das mit der Spielwiese sollte man vielleicht nochmal an einer zentralen Stelle also machen. Wir haben natürlich Spielwiesen, aber wir haben sie, glaube ich, noch nicht verlinkt. Das sollten wir tun. Ansonsten ist es natürlich so, dass jeder Nutzer natürlich seine eigene Spielwiese. Aber da muss man dann schon ein bisschen, aber ich kenne kaum jemand, ich muss es hart sagen, der erst einmal spielen möchte, um also dann die Artikel zu bearbeiten. Ich glaube, die meisten wollen sofort bearbeiten und mit dem Visual Editor geht das, glaube ich, schon mal ganz gut. Ja, mit der allerersten Änderung sollte man vielleicht nicht gerade einen Reisebericht da reinschreiben, sondern erstmal eine kleine Änderung machen. Also man bearbeitet das, vielleicht stößt man auf eine Vorlage, da muss man einfach nur das Formular ausfüllen. Dann kriegt man eine Voreinsicht, dann sieht man, sollte man nochmal kontrollieren, wie es aussieht und dann speichern. Und dann kann man mal sehen, wie das funktioniert hat. So kann man sich langsam rantasten, aber dann kann man doch ziemlich schnell sehr schöne Ergebnisse erzielen. Und wir haben es uns auch bis jetzt noch in der Community, leisten wir uns den Luxus, dass wir auch wenn jemand Fehler macht. Es ist natürlich so, wenn ich heute einen Touristiker habe, der denkt natürlich immer in den Textteilen seiner Werbeprospekte Ansicht, die bei uns vielleicht nicht so auf Interesse stößt, sondern wir sind dann doch eher an den nachvollziehbaren Fakten interessiert, gehen wir trotzdem mit den Autoren recht pfleglich um. Da wird also nicht gleich rigoros gelöscht, wenn es nicht gerade also notwendig ist, sondern wir versuchen also auch in Kontakt mit den Leuten zu treten, zu sagen, eventuell was wir falsch gemacht haben, zu fragen, können wir ihnen irgendwie helfen. Das heißt also, wir versuchen hier noch eine Umgebung zu schaffen, die den Autoren, auch den neuen Autoren viel ernster nimmt und die nicht gleich vom Kopf stößt. Nicht nur das, was wir uns gar nicht leisten können. Wir können die wenigen Autoren, die wir haben, nicht nur vergraulen. Aber wir wollen nicht zu dem Stand kommen, den man bei der Wikipedia hat, wo das also mittlerweile schon in streckenweise unschönen Kämpfen unter den Autoren und ausartet. Dazu möchten wir nicht kommen. Also, das heißt, ihr bemüht euch um ein nettes Umfeld und betreibt sozusagen Community Management, um das auch zu erreichen. Ja, ja. Habt ihr denn auch mit Vandalismus zu kämpfen? Es gibt Vandalismus, aber eigentlich gar nicht in dem großen Maße. Vielleicht haben wir pro Tag
vielleicht so ein, zwei Bearbeitungen, die man als Vandalismus einstufen muss. Mhm. Es ist also noch nicht viel. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, wir haben auch noch nicht den Bekanntheitsgrad von der Wikipedia. Wir kommen auch nicht um Trolle umhin, aber wir können sie wenigstens noch zählen. Das heißt, ich glaube ein oder zwei, also das ist jetzt wirklich keine große Summe und deswegen ist das also auch noch für uns einfacher zu handeln. Also schön, dass das kein Problem ist, weil man da viel Zeit verschwenden muss. Wie geht's denn weiter? Gibt es denn große Ziele für Wikivoyage? Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist erst einmal, dass wir vielleicht in der Zukunft deutlich bekannter werden. Ich hoffe, dass uns vielleicht auch der 10. Geburtstag dazu ein bisschen helfen wird. Wir wollen sehen, dass die Arbeiten am Cartographer vielleicht dann in absehbarer Zeit zum Abschluss kommen. Da sind also noch eine ganze Menge Probleme, die wir also lösen wollen. Ja, und dann werden wir natürlich schon denken, was also für uns wichtig ist. Wir werden sehr deutlich darauf achten, dass die Informationen auch auf mobilen Geräten gut zu lesen sind. Da habe ich auch gerade in den letzten Tagen bei der Bearbeitung von Vorlagen nochmal strengstens darauf geachtet. Zum Beispiel Tabellenlayouts fliegen bei uns jetzt hier komplett raus. Außer es ist natürlich wirklich eine Tabelle, um wirklich eine Ansicht zu ermöglichen, halt auf dem Smartphone, ohne dass man zum Beispiel in Seitenrichtung scrollt. Das ist also eine von den Dingen, die uns also lieb wäre. Ja, und dann lassen wir uns überraschen, was uns noch alles einfällt. Wie ist denn so die Abdeckung von Orten in Deutschland, Europa und der Welt? Es ist unterschiedlich. Zum einen haben wir natürlich erstmal etwas, was wahrscheinlich in der Wikipedia ähnlich ist, dass wir, je nachdem, in welche Sprache gesprochen wird, dort eine bevorzugte Abdeckung haben. Wir haben also zum Beispiel im deutschsprachigen Raum ist natürlich Deutschland stärker als jedes andere Land abgedeckt, was nicht heißt, dass es vollständig ist, aber es ist stärker abgedeckt. Und da haben wir es dann also auch so, dass der Süden Deutschlands viel besser abgedeckt ist als der Norden. Aber auch das Problem wollen wir lösen. Mhm. Leider gelingt es uns, das muss man fairerweise auch sagen, den Vorteil der Deutschsprachigkeit noch nicht so richtig in Österreich oder Schweiz zu übertragen. Denn wir haben als deutsche Besonderheit, was die Abdeckung anbetrifft, das Land Nummer 2 ist Ägypten. Das heißt also, gibt es viel mehr beschriebene Orte als in der Schweiz und in Österreich. Das liegt an dir vermutlich. Das liegt da an mir, ja. Und ansonsten, wie gesagt, wenn wir dann in andere Sprachversionen gehen, zum Beispiel die englische Version, da sind natürlich vorwiegend englische Reiseziele, Großbritannien, USA, Australien, die sind natürlich deutlich besser bestückt, Europa dann ein bisschen dünner. Und bei uns ist es also auch so, dass wir also recht gut bestückte Reiseziele haben. Das ist aber in Europa hauptsächlich zum Beispiel Deutschland. Alle anderen Länder haben Bedarf zur Bearbeitung. Ich denke gerade an Frankreich, das glaube ich nicht zu unseren Stärken gehört. Da wäre also es wünschenswert, dass da mehr passiert. International haben wir insbesondere also immer wieder einige Punkte, wo wir sehr fleißige Autoren haben. Das betrifft zum Beispiel Israel. Es betrifft eigentlich auch Südostasien, wo wir sehr viel bieten können. Sehr schön. Aber man braucht weitere Leute. Man muss kein Wikipedianer sein. Tatsächlich, ich glaube, es ist ein anderer Typ von Mensch, oder? Der Reiseberichte schreibt, ist auch ein anderer Schreibstil. Ja, also ich will nicht unbedingt sagen, dass es ein anderer Typ ist. Wie gesagt, ich bin ja in beiden Welten. Also, aber es ist ein anderer Stil, der in beiden gepflegt wird. Das eine ist ein sehr eher strenger, enzyklopädischer Stil, während wir einen deutlich lockeren Stil haben. Das geht dann so weit, dass man halt auch mal eine Geschichte erzählen kann und bei dem Erzählen der Geschichte dann vielleicht wirklich auf sprachliche Finesse achtet. Beziehungsweise halt auch über praktisch, dass man vielleicht eine Überraschung macht. Zum Beispiel überlege ich mir für die Senke El Haga, die liegt natürlich in Ägypten, auch so eine Art Überraschung einzubauen. Man kann nämlich eine Weltreise dort unternehmen auf kleinsten Raum. Die Entfernung von Bagdad zur Provinzhauptstadt Haga beträgt vielleicht etwa 60 Kilometer.
Die Entfernung zu Paris, 100 Kilometer. Das sind alles kleine Entfernungen, die einfach nur damit zu tun haben, dass dort viele Dörfer Namen bekommen haben von Städten aus der arabischen Welt. Mhm. Und das hat das mit Paris zu tun. Paris befindet sich natürlich nicht in der arabischen Welt. Die arabische Schreibweise von Paris, also mit einem weichen B, ist dann zufälligerweise identisch zur Schreibweise des Ortes Paris in der Senke. Deswegen kann man also eine kleine Weltreise auf kleinstem Raum unternehmen. Und das innerhalb von einem Tag. Ja. Das heißt, Leute, die gern Reiseberichte schreiben, auch Blogger beispielsweise, wären interessant für Wikivoyage. Das heißt, man kommt in ein doch etwas geschützteres Umfeld, als wenn in der Wikipedia, von dem man immer hört, dass da ein ziemlicher rauer Umgangston ist. Wikivoyage ist da deutlich netter. Man kann von seinen Reisen erzählen, man kann kein Geld verdienen, aber man kann sich sicher sein, dass diese Daten frei sind, frei bleiben und von vielen nachgenutzt werden. Also eine heiße Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Ja, also das wollte ich also auch so sehen. Und wie gesagt, wir wollen es nicht ganz ausschließen, aber ich denke mal, dass wir haben das Projekt noch nicht ganz begraben, vielleicht sogar einen Reiseblog, also zusätzlich zum Reiseführer, vielleicht auch noch mit etablieren können. Aber das ist dann vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik. Okay. Aber der Aufruf war schon richtig. Das heißt also, wir wollen uns also an alle wenden. Alle sollen oder möglichst viele sollen Autoren werden und sich hoffentlich bei uns wohlfühlen. Natürlich. Das war ein sehr schönes Gespräch. Haben wir irgendwas? Hast du noch irgendeine Botschaft an die Welt? Vielleicht jetzt nicht auf die Schnelle. Wie gesagt, wir hatten es schon gesagt, ich lade also jeden ein, sich auch unsere Sachen anzuschauen, ruhig auch zu sagen, was wir noch nicht können. Mhm. Aber wie gesagt, Kritik ist erlaubt. Einige Kritik wird von uns auch abgelehnt. Aber wer kritisiert, sollte ruhig auch die gleiche Möglichkeit nutzen, all das besser zu machen. Genau. Wie gesagt, wir hauen nicht. Okay, das ist großartig. Wenn ich in diesem Podcast manchmal etwas abgeschlagen klang, liegt es an der frühen Stunde. Wir haben 6.30 Uhr angefangen zu sprechen, was so eigentlich die Zeit ist, wo ich langsam anfange aufzuwachen. aber es war ein sehr interessantes Gespräch, Wikivoyage. Ich hatte mich vor einiger Zeit schon damit beschäftigt, aber ist leider immer noch viel zu unbekannt. Ich hoffe, dass wir das ein bisschen steigern können. Ich danke dir, Roland, für dieses Gespräch. Und zum Abschluss der Sendung hören wir uns noch ein Musikstück an, Arabian Dream von Naran, einem Menschen mit Migrationshintergrund, der in Münster lebt und hier ein sehr schönes Stück geschrieben hat.
danke dir, Roland. Ja, ich danke ebenfalls für das Gespräch und würde mich freuen, wenn wir vielleicht auch in der Zukunft noch die Möglichkeit haben, uns zu unterhalten und nochmal auszutauschen. Ja, du bist ja auch sehr aktiv auf den Wikimedia-Veranstaltungen immer anzutreffen. Ja, zumindest auf vielen. Auf vielen, nicht auf allen. Das geht auch nicht. Okay, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.